Überall oh, Diamanten, Diamanten. Nice, ernsthaft? Nice. Mhm. Oh, Titanor, Titanor, Titanor! Nee, ernsthaft! Nice! Wie viel? Oh, komm zu mir, komm zu mir, komm. Ja, ich komm sofort. Ja. Ja, ja. Nice, oh mein Gott. Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Titan mit dem lieben Killer Grosso. Hallo. Und ich würde sagen, wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, los. Go! Woohoo, logging in. Es geht wieder los. Titan 2, wir sind wieder am Start. Folge 4 ist jetzt. Okay. Und die Blöcke sind nicht despawned, das heißt, in unserer Nähe ist wahrscheinlich rein gar niemand. Und wir gucken mal kurz durch. Was mich interessiert ist, Freaks hat übrigens noch 3 Leben, ja. Okay, und, okay. Wie viel Leben hat Team von Vini? Wie heißen die nochmal? Venation. Venation heißen die, ne? Ja. Die haben noch 2,5 Leben. Alles klar. Okay. Weil wir haben jetzt gerade die Folgen von anderen angeguckt, so. Und, richtige Gangster. Das darf man ja. Also bevor da wieder Leute irgendwie etwas besser wissen als wir, man darf die Folgen von anderen gucken. Aber was ich nicht wusste, beziehungsweise in der ersten Folge nicht mitgekriegt habe, ist, dass ja Vini gestorben ist von Tobination. Ja. Das fand ich irgendwie relativ amüsant, weil irgendwie habe ich das nicht erwartet. Ich weiß nicht warum, aber kein Plan. Das ist ja, I don't know, aber ich fand das sehr witzig, beziehungsweise es wird jetzt wieder sehr viel Hate auf mich ziehen. Jetzt kommen dann bestimmt die Leute, ihr lacht über Bini jetzt voll der Ruhe. Ich fand es nur witzig, weil ich es nicht erwartet habe, weil er hat ja eigentlich quasi die gleiche Taktik wie in Varro gemacht, nur dass er diesmal eben verreckt ist. Und der Witz ist ja, wäre das Varro, dann wäre er jetzt raus, ne? Also, ja. Fand ich irgendwie sehr interessant und irgendwie auch witzig. Oh, warte, da hinten ist Lava. Ich habe Lava gefunden. Es ist wieder ein Lava-Meer und eine neue Höhle. Woohoo. Oh Gott. Auf jeden Fall bleiben wir diese Folge noch unten, haben wir beschlossen, denn wir wollen doch noch vielleicht Titanor finden. Es wäre halt echt geil, wenn wir in dieser Folge jetzt Titanor finden, deswegen ich grab mich gleich weiter. Und ja. Weil wenn wir jetzt noch einen Diamanten finden würden, weil du hast ja nur einen, ne? Ja, ich habe im Safe-Inventory habe ich 3. Ach so, ja stimmt, das heißt... Ja, also für Enchantment-Zeugs haben wir ja genug. Genau, dafür haben wir genug. Das haben wir. Ja. Aber wir würden halt sehr gerne Titan-Ohr finden, damit wir halt irgendwie noch ein bisschen Titan-Rüstung machen könnten, weil die halt extra Herzen gibt. Und das darf man halt nie unterschätzen, so im Kampf. Und deswegen sind wir halt jetzt gerade noch ein bisschen am Strip-Minen und hoffen, dass wir irgendwas finden. Aber ich finde irgendwie rein gar nichts. Ich weiß nicht, wie das so bei dir gerade ist, aber ich baue mich da überall hin. Auch gar nichts. Und alles, oh, da ist eine kleine Höhle. Mal schauen, was da so ist. Nice. Redstone und Redstone und noch mehr Redstone. Überall, oh, Diamanten, Redstone. Diamanten. Nice. Ernsthaft? Nice. Ja, 1, 2, warte mal. Oha. Warte. Oha. 3. Oha, klingt 4. Gut. Also ich glaube, wir können uns ernsthaft Diamantäpfel machen. Ich glaube, die können wir definitiv machen. Ja. Das, wenn wir uns jetzt mal nice. Wenn wir jetzt mal logisch überlegen. So. Ich habe jetzt 4 Diamanten. 1 habe ich noch im Safe Inventory. Das heißt, ich habe insgesamt 5. Ich habe auch 3. Und Gold habe ich auch genug. Das heißt, ich habe insgesamt 12 Gold. Das heißt, man könnte schon mal einen Goldapfel machen und dann mit den 4 Diamanten theoretisch eine. Ja, also ich habe jetzt selber schon einen Goldapfel, das heißt, theoretisch können wir auch einfach einen Diamantapfel machen. Ja, die Frage ist einfach, wir können natürlich auch die Diamanten sparen und wenn wir jetzt so kein Glück haben und überhaupt kein Titan-Ohr finden, dann können wir theoretisch später halt trotzdem eine Diamantrüstung machen, weil sie ja trotzdem besser ist als Eisen, wenn wir halt jetzt kein Titan finden sollten. Weil ich weiß halt nicht, ob sich das dann auszahlt, wenn wir halt Diamantäpfel machen und am Ende dann halt nur eine Eisenrüstung tragen. Das könnte dann trotzdem ein bisschen doof werden. Und ich habe keine Eisenspitzhacke mehr. Das heißt, du müsstest hier mal zurückkommen, ich komme. Wenn du noch eine hast, weil... Da ist ein Creeper. Warte. Oh, pass auf, Alter. Oh, jetzt habt ihr gesehen, Leute, der ist jetzt vergiftet worden dadurch. So, habt ihr mal gekillt. Yo, was hast denn du hier alle schon gefunden? So ultra die Höhlen oder wie? Ja. Geht bei dir ab, Ich bin ein richtiger Höhlenforscher. Was geht denn bei dir ab? Aha, hier ist auch noch eine große Höhle. Ich guck immer mal, weil es kann wirklich sein, dass Titanor oder so auch ein bisschen weiter oben ist. Uiuiui. Kann das habe ich nämlich, ja, weil ich habe im Singleplayer das getestet und da war teilweise Titanor sogar ein bisschen weiter oben. Aber am häufigsten war es halt da unten zu finden. Mhm. Oh, Titanor, Titanor, Titanor! Nee, ernsthaft! Nice! Wie viel? Oh, komm zu mir, komm zu mir, komm. Ja, ich komm sofort. Wo bist du? Ich hab hier. Komm, 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 ja! Nice! Nice!
Es oh ob. Mein Gott, hier Titan, ich glaube. Fresh! Nicht. Warte, ich baue sofort ab so. Holy fuck, Legend. Warte, ich baue ein Bild für Thumbnail, Alter. Ich baue ein Bild für Thumbnail. Warte, ich auch. Oh, schöner Screenshot. Oh, what the fuck, habe ich jetzt geöffnet? Nein! Shit! Ich hab irgendein Menü gehört. Fuck it. Okay. So, wir wollen wieder so. Schön die Sicht an. Nein, 3, Alter. 4, okay, das heißt, wir haben 5 Stück. Das wäre schon mal ein Helm. 5 Stück, ja. Oh, hier ist auch noch eine fette Höhle. Aber ich guck gleich mal, ob hier auch noch was ist. Ich einfach kurz weitergucken, weil es kann halt wirklich Titan Ore, wenn man ein bisschen Glück hat. Und Höhlen sind natürlich so eine Sache, ne? Weil Höhlen hast du immer so einen relativ großen Raum, der schon aufgedeckt ist. Das ist halt der Vorteil an Höhlen. Deswegen sind Höhlen besser als Strip Mine, weil man halt dort relativ viel schon aufgedeckt hat. Und bei Strip Mines kann es natürlich sein, dass du theoretisch direkt an Titan Ore vorbeigräbst. Ja. Wenn man so will. Das kann theoretisch passieren. Aber ich brauche jetzt halt allererstes mal eine neue Eisenpicke, ehrlich gesagt. Weil sonst kann ich hier nicht mehr viel machen. Okay, hier unten. Ah, jetzt kenne ich mich wieder aus, wo wir hier sind. Ah. Nice, aber was brauchen wir eigentlich noch? Wir brauchen, glaube ich, ein Obsidian und noch ein, 5 Titan Ore haben wir, ne? Genau, 5 Stück. Das sind nur Schuhe, das sind Schuhe und kein Helm. Weil ein Helm, wir brauchen ja auch noch den Titan Crystal. Das darfst du auch nicht vergessen. Genau. Den Titan Crystal könnten wir uns theoretisch ja auch schon machen. Wir haben ja schon Diamanten. Ja, sonst mach mal einen Titan Crystal, weil den braucht man sowieso, egal was man macht. Und den Alter, das war, was war denn das jetzt für ein risky Move von dir? So richtig was? Drüber gesprungen, ich like a boss. Ich bin Jump'n'Run Pro, also von dem her war das nicht risky, sondern einfach nur Skill. Ja, und dann ich hätte dich jetzt so ausgelacht, wenn du da jetzt abgerutscht wärst. Titan Ore! Was? Ja, also, nochmal! Wo? Ja, hier oben. Zwei, hey, Moment. Wo bist du? Hier. Wenn das nochmal 5 sind, ne, dann Checkpoint, Alter, oder noch mehr. Ich schau mal. 1. Baue es einfach mal ab. Ich will wissen, was das ist. Okay, wie viel das 1. Ist. Oh. Oh, es sind 2. Schon mal 4. Oh, bitte. 3. Okay, warte. Nein, es sind nur 4. Ja, nein! Es sind nur 4, kacke. Fuck. Aber Alter, egal. Aber jetzt nochmal, okay, das ist echt noch gut. Jetzt noch ein klein wenig Titan Ore und wir haben es geschafft. Weil sonst, also wenn wir jetzt keins mehr finden sollen, dann machen wir am Ende der Folge eine Titan Chestplate für einen von uns. Weil ich glaube, das ist besser, als jetzt, dass einer Titan Schuhe hat und der andere dann gar nichts. Alter Leute, das sind 2 Bonusherzen, eine Titan Chestplate, ne? 2 Bonusherzen. Das ist echt krass. Kannst du mir jetzt mal eine Eisenspitzhacke geben, so. Wenn du noch eine hast? Hast du noch was zu essen? Ich habe nämlich gar nichts mehr und ich regge nicht mehr. Wait. Hier. Und hier unten liegt die Spitzhacke. Ich merke gerade, dass ich selber fast nichts mehr zu essen habe. Ja, wir müssen halt wirklich diese Höhlentour jetzt dann langsam beenden. Also wirklich jetzt hier noch okay, uns so ein bisschen umgucken. Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Ja. Also ich sage, wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um, nehmen so Gold und Titan Ore und Diamanten und so nehmen wir jetzt noch mit. Und dann verziehen wir uns hoch, weil wir halt auch wieder Essen brauchen und alles. Also sonst, rippen wir in der Höhle und wir wollten eh auch hoch, weil wir dann eh mal gucken wollen, ob wir vielleicht irgendwie einen snipen können oder sonst ein paar Dungeons looten, einfach mal an der Oberfläche sein, weil dort halt die größere Kampfsituation entstehen kann, sage ich jetzt einfach mal. Ja, auf jeden und, Fall. Ja, wenn wir jetzt dann gleich eine Titan Chestplate eventuell machen, wer bekommt die dann? Du oder ich? Mir ist es eigentlich relativ egal. Mir ist es auch egal. Entscheide du das. Du da. Ich weiß es nicht. Also, wir also aber ich würde. Ob wir irgendwo noch Titan auf. Titan auf finden. Ich würde sagen. Wir schauen am Ende der Folge, oder? Ja, also, wenn wir jetzt nichts mehr finden sollten. Wobei, wir müssen glaube ich, ein bisschen früher hoch, wenn wir kein Essen mehr haben. Wobei, hier sind braune Pilze. Hast du rote Pilze? Nein. Ich habe 3 rote Pilze. Ich kann 3 Pilzsuppen machen. Okay, nice. Das ist sehr gut. Das ist cool, das ist echt cool. Das sind 3 Pilzsuppen, das ist ein bisschen was. Also das feiere ich gerade ein bisschen extrem. Das ist schon so ein Moment, wo man ein bisschen Party machen kann. Weißt du, ein bisschen saufen und zwar Pilzsuppen saufen halt. So, weißt du, das ist ja voll witzig. Oder auch nicht. Warte, ich habe hier noch einen braunen Pilz. So. Ja, braune Pilze habe ich genug. Also einen roten Pilz ist im Moment gerade mehr wert. So, die Frage, da ist ein Skelett. Die Frage ist jetzt halt, boom, boom, boom. Dann auch überall, wo du hingehst, leuchtest du aus, oder? Hoffentlich. Ja, aber das Problem ist, ich habe jetzt keine Fackel mehr, deswegen muss ich jetzt erstmal schön. Ja, ich habe auch fast keine mehr. Das ist das da unten eine Hexe? Oh, da steht eine Hexe da unten. So, ich nehme noch ein bisschen Eisen mit, weil wir müssen vielleicht dann auch noch einen Amboss machen später und so weiter und so fort. Da ist es, glaube ich, gar nicht so ungünstig, wenn man noch ein bisschen Eisen mitnimmt. Und ich guck mal kurz, T-Time. Alter, es sieht hier so verdächtig aus. Wir haben noch aus. 6 Minuten. Scheiße, da ist halt jetzt eine Hexe, ne? Ich habe nichts zu essen, Killer. Komm mal her, wir müssen die Hexe irgendwie. Oh, die hat schon Sachen nach mir geworfen, du dummes Lad.
Wo bist du? Hier oben. Da bei dem Kreis da, wo wir gerade waren. Das Problem ist, ich kann halt nichts mehr ausleuchten, weil ich habe keine Kohle mehr. Alter, ich habe keine Ahnung, wo du bist, ehrlich gesagt. Warte, ich habe vorhin gerade deinen Namen gesehen. Ja, hier, siehst du meinen Namen hier oben? Ja, hier, Killer, hier. Achso, hi. Hallo. 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 So. Leuchte so, hier mal ein bisschen hin. Aus, weil hier drüben, da ist eine Hexe und da ist nochmal ein großer Schluchtteil. Okay, ich renn rein zu der Hexe. Wo ist die Hexe? Da unten. Siehst du die? Nee, ich sehe die nicht. Hä? Die war da gerade noch. Oh, ich bin runtergedroppt. Siehst du jetzt? Nee, ich sehe da keine. Hä, wo ist die? What the fuck? Du jetzt da! Da ist sie. Da ist sie. Warte, wo? Da hinten. Da schau. Ah, sie kommt! Komm, Combo! Sie konnte nicht mal eine Potion werfen. Oh mein Gott. Du darfst diese Hexen nicht überschätzen. Sie haben nicht die Macht, dich zu verletzen. Deswegen darfst du sie nicht überschätzen. Und ich mache jetzt einen Rap. Weil ich rappen kann wie ein Depp. Oh, ich werde in 5 Minuten gekickt. Ja, ich auch. Das kann bei okay, mir auch hier gerade. Unten ist irgendwie, was ist das? Gras, okay. Also, ich würde jetzt vorschlagen, wir gucken jetzt hier noch kurz uns um, ob irgendwie jetzt gerade irgendwo was ins Auge sticht, so an Erzen. Diamanten zum Beispiel, die ich gerade gefunden habe, die sind sehr ins Auge stechend. Oh, nice. Wie viel? Ich weiß nicht, sind einige, glaube ich. 5, glaube ich. Okay, das ist sehr gut. Ja, das so, ist not bad. Also das akzeptiere ich so. Gut, dann haben wir nochmal 5 Diamanten mehr. Die mache ich da auch mal ins Safe Inventory. Das heißt, ich habe jetzt 8 Diamanten. Weißt du was? Ich habe insgesamt 5. Okay, wait. Dann lass jetzt mal kurz craften. Wir craften nämlich jetzt eine Diamant-Chestplate und eine Titan-Chestplate, okay? Okay, ja, geht sich das denn aus mit dem... Ja, ich kann eine Titan-Chestplate, eine Diamant-Chestplate machen. Okay. Dann du machst deine Titan Chestplate und gibst sie mir dann zieh ich die Titan Chestplate an und du die Titan Chestplate. Okay. Ich krieg das bessere Armor, der Karl. So. Nee, ich weiß nicht, also ich würde das jetzt einfach so vorschlagen. Wenn du die Titan Chestplate lieber hast, dann sag's. Nein, passt schon. Passt schon. Und warte, wo bist du denn? Hier oben. Ich habe gerade noch ein bisschen Kohle abgebaut und geschaut, ob hier noch irgendwie vielleicht in der Nähe Titan Ore ist. Ja, Titan Ore. Aber leider muss ich feststellen, dass hier einfach nur nichts also, mehr ist. Also dann komm mal. Siehst du irgendwo meinen Namen oder sowas? Ja. Gut, dann komm mal zu mir bitte. Ich komme, aber ich bin nicht der Schnellste, weil ich habe nichts mehr zu essen. So. Ja. Okay. Gut. Hi. Wir machen das jetzt so. Komm mal zu mir hier nach hinten. Komm wieder zurück. Also erstmal hier ist eine Pilzsuppe, die kannst du essen. Ich esse auch nochmal eine. Wow, so. Danke. Und dann stell mal bitte so eine Crafting Bench hin. Das wäre sehr nett. Du hast Moment. Ja wirklich eine. Nee, ich muss eine craften. Oh. So. Okay. Gut. Ich baue jetzt eine Diamant Chestplate für dich und du hast ja glaube ich das Material für eine Titan Chestplate eben. So, ja. Hier ist schon mal deine Diamant-Chestplate. So. Also, ich brauche dazu ein Obsidian, ein Diamant und ein Titan-Crystal. Ich glaube, wir müssen dann für den Enchanter nochmal ein Obsidian irgendwo abbauen. Ja, weil ich habe jetzt nur noch einen, so, okay. Aber also. Ich habe ja auch einen Lava-Eimer im Inventar, wenn wir jetzt keinen. Aber da unten ist, glaube ich, Lava. Titan. Da haben wir hier den Diamant, so. Und zack. Moment, das Titan brauche ich natürlich auch noch. So, 9 Stück. Alter Schwede, wir sind overpowered. Ja, also ich glaube echt. Holy crap. Das wird Titan mir 2 Powder. So. Du musst das Titan Powder noch schmelzen, ne? Ach, das Titan. Ja, dann warte, gebe ich dir das mal. Ich mache in der Zwischenzeit schon einen Ofen. Im Eisenfurnace. Wir haben den nicht mitgenommen. Ah, scheiße. Ja, warte, dann mache ich schnell eine. Ich habe 5 Eisen. Du? Ich habe auch 5 Eisen. Wait, ja, okay. Mach mal 9 Eisenofen. So. 2 Minuten und dann bauen wir uns halt einfach straight irgendwie hoch oder sowas. Damit wir hier noch aus der Höhle rauskommen, vielleicht in dieser Folge, das wäre sehr nice. So, und fresh. Zack, whoop, komm, Titan Powder, los! Schmelze, du Hurensohn! Okay, dieses arme Titan Powder, es hat dir noch gar nichts getan. Ja, es hat mir nichts getan, aber seine Mutter ist halt eine Hure. Oh mein Gott, was labern wir bitte? Sind wir am labern? So, ich mache einfach mal die Zitrin-Chestplate, die du da hingeworfen hast, mache ich mal in mein Safe-Inventory. Ah, lol, wir haben dann ja sogar noch ein Titan-Crystal übrig, okay. Ja. Nice, oh mein Gott. Also, holy crap. Ja. Oh, ein Creeper. Fotze. Oh, crap. Pass auf. So, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt einfach hoch. Okay, warte, ich schaue hier noch ganz schnell. Hier sieht es noch extrem verdächtig aus.
So, aber ich glaube, nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Okay, ich baue mich mal hier hoch, so, weil ich werde in einer Minute gekickt. Ich glaube, in einer Minute sollten wir, wenn wir uns so hochbauen, noch hochkommen. Natürlich ist es ein bisschen riskant, wenn Gravel kommt, musst du halt einfach hüpfen. Ach so, scheiße, hast du jetzt einen Eisenofen mitgenommen? Nee, habe ich jetzt nicht. Nee, ja, dann nehme ich den jetzt mit. Okay, so. Ja, ich baue mich hier straight hoch. Kannst dich ja unter mir hochbauen, dann ist das Risiko nur für mich da und ich habe eh zwei extra Herzen. Sollte ich nicht so schnell verlieren. Da müssen wir einfach, wenn wir oben sind, erstmal Essen suchen. Da müssen wir echt direkt Essen suchen. Also weil... unter mir soll ich dich hochbauen? Ja, also unter mir, ja, soll ich dich hochbauen. Okay, gut. Dann oh shit, 30 Sekunden. Oh nee, ich glaube nicht, dass wir das in 30 Sekunden noch schaffen. Ich weiß es nicht, aber sonst sind wir eh gleich fast schon am gleichen Ort. Soll ich nehmen, wir sind ziemlich tief unten. Ja, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen, aber wir kommen auf jeden Fall noch ein Stück weit hoch. Dann können wir halt so den Rest dann direkt in der nächsten Folge machen, Freunde. Und dann können wir nächste Folge, können wir oben rumlatschen, dann gucken wir, dass ein paar Leute auf dem Server sind, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Ja. Oh Gott, da ist Gravel, Sand und dann kommt Wasser. Oh, ich komm noch hoch an die Luft. Fuck, ich bin jetzt... Fuck! Ich wurde im Wasser ausgelockt. Shit! Ja, aber das ist nicht so schlimm, oder? Oh mein Gott. Ja, ich muss dann halt einmal wieder hochschwimmen. Holy crap, man hat ja eh Schutzphase, glaube ich, am Anfang. Ja, ich werde nicht sterben. Ich werde schon nicht sterben. Und ansonsten musst du dann meine Items aufnehmen. Auf jeden Fall. Ja, Freunde. Das war's. Dann habe ich die Titan Chestplate. Ja, dann hast du sie wieder. Ja, Freunde. Das war's hier von dieser Folge Titan. Wir hoffen natürlich, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach hoch. Vergesst nicht, für Hashtag Team SoTrue zu tweeten. Ja, weil wir werden das hier gewinnen. So Team SoTrue, Freunde. Das ist so true. Und auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, Freunde, schaut auf jeden Fall noch beim lieben Thomas vorbei. Ich bin raus. Bis dann. Und tschüss. Tschüssi.